Spielen wir mal eine Runde mit dem normalen Behemoth. Der ist auch immer wieder schön. Wollte erst den Eiszeit-Behemoth wieder nehmen, weil der mir noch ein bisschen mehr zusagt. Aber der normale Behemoth ist also same. Ist halt richtig nice. Ich habe jetzt einen Skill auf jeden... einen Punkt auf jeden Skill, so rum. Mal gucken, was sich damit so machen lässt. Die Karte ist okay. Kommt drauf an, wo ich jetzt rauskomme. Das ändert sich ja auch immer ein bisschen. Also ich bin auf jeden Fall jetzt wesentlich langsamer, wesentlich einfacher zu trappen und ja. Das heißt aber nicht, dass ich wesentlich einfacher zu killen bin. Vor allen Dingen das Schöne ist, es ist halt kein Crow dabei. Crow ist, wenn man Behemoth spielt, eigentlich der absolute Cancer. Der kann dich halt so übertrieben die ganze Zeit slowen. Das ist der Wahnsinn. Und Direct Damage, Mann. Das, was richtig nervig ist, ist, dass die Flammenwerfer spielen. Sprich, Ödland, Maggie und Hyde. Und das ist nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett. So, erstmal rockin' and rollin'. Down to the beach, I am strolling. Ach ja. Aua. Aber der Skin sieht halt übel nice aus. Das ist jetzt ja der Skin. Gefällt mir richtig gut. Oh Mann. Ach so, da war was. Und ja, ich habe jetzt übertrieben viel Zeit verloren. Oh ne, 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 ich will da hoch, ich will da hoch. Ich will auf jeden Fall in eine Choke rein. Das ist das Beste, was mir jetzt passieren kann. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie mich ziemlich hart jetzt aufholen, ist sehr hoch. Die werden wahrscheinlich mich hier gleich schon abfangen können. Nämlich nicht davon jetzt sogar trappen. Sieht bisher noch nicht danach aus, aber... Interessant, dass sie noch nicht da waren. Also ich bin jetzt eine Route gegangen, die recht langsam ist, ziemlich Standard. Und sehr leicht zu lesen ist. Also in der Theorie müssten die eigentlich schon derbe an mir dran sein. Das Schöne ist, Level 2. Level 2 ohne getrappt zu werden ist immer so gut. Actually, ich mach das so. Ich weiß nicht, was die machen. Ich weiß echt nicht, was die machen. Also normalerweise, die müssten mich schon dreimal haben. Weiß ich nicht. Zieh! Und dann gucke ich, dass ich die da oben in die Höhle lotsen kann.
Wenn ich jetzt noch einen Bonus kriege, dann wäre ich sehr, sehr glücklich. Vor allen Dingen, wenn es ein nützlicher Bonus ist, oder ist einer. Ich weiß, es ist tricky, wenn ich da jetzt hergehe, aber ich will ihn. So, bitte, bitte was Nützliches. Friss 80% schneller, ja, fick dich doch. Brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Ja, ihr seid so nervig. Ich weiß, für die Hunter sind die auch nix. Aber Trapper ist ein Noob. Ach komm schon. Das liegt nicht nur am Trapper, wenn er mich nicht kriegt. Das ist ein Teamgame. Also, toxic in diesem Game zu sein, ist das Schlimmste, was du machen kannst. Jetzt haben wir ganz im Ernst. Also echt. Panzerungsregeneration, ja geil. Will ich die abfacken? Ja, ich will die abfacken. So, straight rein. So, ich baue mal kurz eine Mauer auf. Ich ziehe mich nur mal kurz zurück. Eigentlich wollte ich gucken, wer der Toxic Guy ist, aber... Ach, ich glaube, er ist das. Thank you.
Und Treppen. GG. Der wird halt ein bisschen toxisch, ist aber total unbegründet, weil im Endeffekt jeder kann die mobile Arena setzen und jeder kann trappen. Das ist halt in Stage 2 nicht mehr ganz so essentiell geworden für einen Trapper. So, und raus.